Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bettina und ich arbeite als Jugendcoach beim BIFO. Im Jugendcoaching unterstütze ich Jugendliche dabei, eine passende Ausbildung zu finden. Eine Ausbildungsmöglichkeit ist zum Beispiel die Schule. In diesem Video möchte ich kurz erklären, wie die Schulanmeldung für die 9. Schulstufe funktioniert. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, was die 9. Schulstufe ist, das sind Schulen nach der Mittelschule oder der AHS-Unterstufe. Zum Beispiel die Polytechnischen Schulen, die einjährige Wirtschaftsfachschule oder die ersten Klassen der allgemeinbildenden höheren Schulen der Oberstufe, der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen oder auch des Bundesoberstufenrealgymnasiums. Wenn ihr euch also entscheidet, dass ihr in eine Schule gehen möchtet, müsst ihr euch dort anmelden. Ohne Anmeldung bekommt ihr nämlich keinen Schulplatz. Daher möchte ich euch erklären, wie das funktioniert. Bei der Anmeldung gibt es ein paar Sachen, die sehr wichtig sind und ihr unbedingt beachten müsst. Wie gerade gesagt, ohne Anmeldung geht nichts. Die Schulen müssen ja wissen, wie viele Jugendliche zu ihnen wollen. Die Anmeldung für eine Schule ist am Beginn des 2. Semesters für alle Jugendlichen, die im nächsten Schuljahr eine Schule besuchen wollen. Die Anmeldefrist ist vom 1. Montag im 2. Semester bis zum 2. Freitag des 2. Semesters. Klingt jetzt etwas kompliziert, aber das sind einfach nur die ersten 2 Schulwochen des 2. Semesters. Es ist wichtig, dass ihr diese Fristen einhaltet. Wenn ihr euch bei der Schule anmeldet, müsst ihr die Original-Schulnachricht mit ausgefülltem Reihungsformular und Unterschrift eurer Erziehungsberechtigten in der Erstwohnschule abgeben. Wenn jemand schon in der 9. Schulstufe ist, zum Beispiel Polytechnische Schule oder AHS, sich aber für eine andere Schule anmelden will, dann muss zusätzlich zum Halbjahreszeugnis mit dem Reihungsformular auch das Abschlusszeugnis der 4. Klasse abgegeben werden. Das Reihungsformular findet ihr auf der Rückseite eures Halbjahreszeugnisses und sieht so aus. Hier findet ihr alle Ausbildungsmöglichkeiten der 9. Schulstufe. Am besten nehmt ihr euch genug Zeit beim Ausfüllen des Reihungsformulars. Überlegt euch gut, welche Schulen euch interessieren und was am besten zu euch passt. Die Schulen sind nach Bezirken sortiert und dann nochmal nach den verschiedenen Zweigen und Schwerpunkten, wie hier zum Beispiel. Im oberen Teil findet ihr noch hilfreiche Informationen zum Ausfüllen des Formulars. Auch die Anmeldefristen sind hier vorgemerkt. Ihr könnt dann eine Erstwohnschule mit der Zahl 1 und bis zu 6 Ersatzwünschen angeben. In diesen Kästchen könnt ihr die Zahlen notieren. Die Schulen werden dann in dieser Reihenfolge, also 1, 2 und so weiter, bearbeitet. Daher sollten die Schulen auch gut überlegt ausgewählt werden. Außerdem ist es wichtig, bei den Wünschen bzw. den Ersatzwünschen realistische Möglichkeiten anzugeben, da sonst die Gefahr besteht, dass man keinen Schulplatz bekommt. Dabei kann der Chancenrechner sehr hilfreich sein. Dieser zeigt an, wie hoch die theoretischen Chancen sind, in eine Schule aufgenommen zu werden. Das Ganze sieht so aus. Hier könnt ihr eure Schulform auswählen, zum Beispiel Mittelschule, und dann gebt ihr eure Noten ein. Ich zeige euch das mal schnell. Dann drückt ihr auf Senden. Nun bekommt ihr alle Schulen aufgelistet, unterteilt nach Ampelfarben. Grün heißt, dass ihr ziemlich sicher einen Platz in einer dieser Schulen bekommen werdet. Bei Orange oder Gelb ist es nicht ganz sicher, ob das mit dem Schulplatz funktioniert. Und bei Rot ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr einen Schulplatz bekommt. Daher schaut beim Ausfüllen des Reihungsformulars darauf, dass ihr nicht nur Schulen aus dem roten Bereich, sondern auch aus dem orangen und im besten Fall auch aus dem grünen Bereich angibt. Dann habt ihr eine ziemlich große Chance, einen Schulplatz zu bekommen. Diese Farben sind aber nur Richtwerte und es bedeutet nicht, dass es eine fixe Zusage in einer dieser Schulen gibt. Je nachdem, bei was für einer Schule ihr euch anmeldet, funktioniert die Zuweisung von vorläufigen Schulplätzen unterschiedlich. An der Polytechnischen Schule gilt die Anmeldung in der Schule
schon als vorläufige Zuweisung eines Schulplatzes. Eine weitere Benachrichtigung ist dabei nicht geplant. Bei einer Anmeldung in der Polytechnischen Schule ist es außerdem wichtig, dass sie die Aufnahmekriterien berücksichtigt. Infos dazu bekommt ihr auf der Homepage der Schule oder direkt bei den Polis. In den anderen Schulen erfolgt die vorläufige Zuweisung von Schulplätzen etwas anders. Hier gilt die Anmeldung noch nicht als Zusage. Zuerst muss die Erstwunschschule prüfen, ob eine vorläufige Aufnahme möglich ist. Hier sind die erbrachten Leistungen, also die Noten, wichtig und entscheiden, ob eine Aufnahme möglich ist. Bis Ende März gibt die Erstwunschschule dann Bescheid, ob ein vorläufiger Schulplatz zugewiesen werden kann. Wird dein Schulwunsch erfüllt, werden die anderen Wünsche nicht mehr berücksichtigt. Wenn es aber mit der Erstwunschschule nicht geklappt hat, bekommt ihr eine Benachrichtigung, welche Ersatzwünsche realistisch sind. Und sie könnten auch nochmals geändert werden. Die Meldung an die Ersatzwunschschulen erfolgt durch die Erstwunschschule. Ihr müsst euch also nicht nochmal anmelden. Das passiert alles automatisch. Über die Ergebnisse dieses zweiten Aufnahmeverfahrens bekommt ihr bis Ende Mai Bescheid. Wenn ihr Ende Mai noch keinen Schulplatz habt, könnt ihr euch auch auf die Warteliste einer Schule setzen lassen. Wenn dort dann ein Schulplatz frei wird, dann bekommt die Person ganz vorne auf der Liste den Platz. Ihr müsst darauf achten, dass bei manchen Schulen auch eine Eignungsprüfung notwendig ist. Diese Prüfung findet im ersten Semester statt, also noch bevor man sich dann für die Schulen anmelden muss. Für diese Prüfung muss man sich bei den betreffenden Schulen selber anmelden. Nur wenn die Eignungsprüfung bestanden wurde, hat man die Möglichkeit auf einen Schulplatz an dieser Schule. So, wenn mit der Anmeldung alles geklappt hat und ihr eine Zusage von einer Schule bekommen habt, müsst ihr berücksichtigen, dass die Schulplätze bisher aber nur vorläufig zugewiesen waren. Das heißt, der Schulplatz ist noch nicht ganz sicher. Erst wenn euer Abschlusszeugnis in der Schule abgegeben wird, wo ihr einen vorläufigen Schulplatz habt und ihr die Aufnahmekriterien erfüllt, seid ihr fix aufgenommen. Falls ihr die Aufnahmekriterien nicht erfüllt, zum Beispiel weil ihr jetzt schlechtere Noten als im Halbjahr habt, kann es sein, dass ihr eine Aufnahmeprüfung machen müsst. Eure Schule wird euch aber rechtzeitig darüber informieren. Das Abschlusszeugnis muss dann bis zum ersten Montag in den Sommerferien abgegeben werden. Also, es ist wichtig, dass ihr euch bei der Schulanmeldung gut informiert, welche Schulen zu euch passen und auch möglich sind. Infos zu den Schulen bekommt ihr am Tag der offenen Tür, auf der Internetseite der jeweiligen Schulen, von euren Lehrpersonen oder von uns im BIFO. Auch auf der Homepage zur Schulanmeldung findet ihr hilfreiche Informationen, wenn es um die Schulanmeldung geht. Hier gibt es zum Beispiel eine Zusammenfassung aller wichtigen Infos, auch Informationen zu den Tag der offenen Türen, zu den Eignungsprüfungen oder auch den Chancenrechner findet ihr hier. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch viel Erfolg bei der Schulanmeldung.